Der dritte Punkt sind diverse praktische Formen der Anbetungen. Praktische Formen der Anbetungen. Also die Ibadat, das Ausführen, Ausleben der Ibadat hat auch einen läuternden Aspekt, eine läuternde Wirkung auf den Geist und die Seele des Menschen. Und ich habe ja eben vor kurzem erst den Vers erwähnt, in der Salat tanha an den Fahsha'i wal Munkar. Aber auf der Spitze dieser Dinge steht der Koran. Der Koran, das Lesen und Begreifen des Korans. Lesen, begreifen und auf sich einwirken lassen. Das ist eines der wichtigsten Handlungen, der praktischen Handlungen, die einen immensen Beitrag leisten zur Bereinigung und Läuterung des Herzens. Der Koran ist die wirksamste Medizin für die Herzen, daher beschreibt Allah Ta'ala ihn in der Aussage, in seiner Aussage, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Und wir senden vom Koran herab, was eine Heilung und Barmherzigkeit für die Gläubigen ist. Es ist also eine Heilung. Und in allererster Linie eine Heilung für die Seelen und die Herzen. Das ist der allererste und der wichtigste Aspekt. Wer also leidet an der Krankheit ungezügelter Shahawat oder Shubuhat, der sollte nicht in allererster Linie nach der Ruqya suchen und nach irgendwelchen vermeintlichen Ruqa, Mehrzahl Raqi, sondern sein Herz behandeln. Allah Ta'ala sagt, Allahu nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabihan mathani taqsha'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Allah hat die beste Botschaft offenbart. Ein Buch mit gleichartigen, sich wiederholenden Versen, vor dem die Haut derjenigen, die ihren Herrn fürchten, erschauert. Vor dem die Haut derjenigen, die ihren Herrn fürchten, erschauert. Hierauf werden ihre Haut und ihre Herzen weich und neigen sich zu Allahs Gedenken hin. Al-Dhikr, die Andacht, das Gedenken an Allah Ta'ala. In dem Hadith von Abu Musa al-Ash'ari, welcher bei Bukhari überliefert ist, darin sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "Mathalu alladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuruhu kamathali al-hayy wal mayyit." Das Gleichnis dessen, der seinem Herrn gedenkt und dessen, der ihm nicht gedenkt, ist wie das eines Lebendigen und eines Toten. Die Andacht Allah Ta'alas, die freiwilligen Ibadat und so weiter. Und man sollte täglich ein gewisses Pensum haben. Deswegen habe ich gesagt vorhin, Kontinuität ist eines der wichtigsten Dinge hierin. Es geht hier nicht um Gelegenheitsdinge. Gelegenheitshandlungen werden dir nicht viel helfen. Es geht hier um Kontinuität und Beständigkeit. Auf jeden Fall sollte man sich ein gewisses Pensum für seinen Alltag planen, das folgende Elemente beinhalten sollte: das Gedenken Allah Ta'ala, al-Dhikr, das Lesen und Sinieren über den Koran und seine Bedeutung, und drittens das Studieren und Begreifen der Realitäten des Imans und der Bedeutungen des Korans. Und am besten, es wäre nicht schlecht, wenn man sowas in Gruppen und in Gesellschaft von anderen macht. Der Mensch lernt nämlich unter anderem in Gesellschaften durchaus und in Gruppen durchaus besser.